Hallo und herzlich willkommen zum letzten Onyx-Part. In dem Part baue ich eigentlich nur diesen Char noch vollends auf und habe damit das Projekt tatsächlich dann abgeschlossen, denn meine Spendengilde steht ja bereits. Und ich hoffe, dass es euch gefällt und damit ab in die Clips. Der nächste Step sind Steine. Es wird wieder einigen nicht gefallen. Ich gehe wieder für Schutz plus 4, nicht weil ich ihn so geil finde, sondern weil er so günstig ist. 700k Schutz plus 4 ist halt schon cheap. Also 700-100k ist halt nichts. Wenn ich jetzt schaue, was ein Hass plus 4 kostet, dann werdet ihr Folgendes feststellen. Hass plus 4, 14kk. Und statt 14kk pro Hass zu zahlen, zahle ich lieber 700k pro Schutz plus 4. Und dann kann ich jetzt nämlich noch ausweichen, wirklich ein bisschen tiefer reingehen. Ausweichen kostet nämlich 12kk. Dafür gehe ich. Quasi ausweichen plus 4 Schutz plus 4, dann ist das quasi eine perfekte Rüssi und war deutlich, deutlich günstiger und ich halte sogar mehr aus als mit dem Haststein. Also ich denke, damit bin ich sehr fein. Rein mit den Steinen. Ausweichen wäre der teure. Bitte einfach nicht failen, so. Fuck. Schutz. Fuck. Okay, Schutz ist nicht so schlimm. Aber wir ziehen hier kurz ein paar B-Segis drüber. Nächster ausweichen plus 4. Erfolgreich, let's go. Nur 2 Steine, das ist huge. Das war so worth. Das waren gerade mal 24kk für ein Ausweichen plus 4 in der Rüssi. Also übertrieben happy damit. Und Schutzstein darf gern noch wegfailen. Scheiß auf 700k. Der kann gern in Grund und Boden failen und geklappt. Ausweichen Schutz plus 4. Let's fucking go. Die Rüssi muss jetzt noch auf plus 9. Dafür werde ich jetzt die gleichen Chars nochmal durchloggen, mit denen ich gerade geswitcht habe. Denn die haben ja alle haufenweise B-Segis. Und erst von 8 auf 9 würde ich eine normale Segi tryen. Denn ich glaube, normale Segis haben eine bessere Upgrade. Ich habe auch 20 Stück gerade noch rumliegen. Dann wandern quasi bis plus 8 halt die B-Segis drauf. Und dann für plus 9 die normalen Segis. Und damit beginnt das große Uphin. Es kann beginnen. Und dann schauen wir einfach mal, wie es so gönnt. Plus 7. Plus 8. Mhm. Vielleicht einfach ganz entspannt. First try of 9. Schade. Okay, back to back 8 maybe. Ja. Zweiter try of 9. Wäre immer noch giga entspannt. Oh, schade, Mann. Schade, Mann. 8. Schade, okay. Das war jetzt teuer, by the way. Ockzähne immer noch gottlos teuer. Schade, schade, schade. Ich mach, glaub, die 8er Tries auch mit normalen, oder? Okay, Main Account. Main fucking Account. Kiara X1. Schaffen wir es, die Rüssi auf 9 zu machen? Fuck me, Mann. Digga, was ist mit dieser Rüssi? Ich habe gerade 40 Spinnenaugen gekauft. Und jetzt bin ich auf einer Spinnenauge. So ein Spinnenaugen kosten gerade fast 1kk. Ich bin pleite, wenn ich das gleiche jetzt nochmal machen soll. Okay, wir tryen richtige Säge auf 8. Die hat jetzt bestimmt schon fast 10 in Folge auf 8 Fail. Und da ist die Nummer 11. Die fällt nur. Die fällt permanent auf 8. Oh mein Gott, wir haben ein Try of 9. Leute, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Nach ungefähr 10 Fails in Folge auf 8 geht sie jetzt einfach so auf 9. Digga. Schmiede kaufen. Imagine. Digga, diese Rüssi, sie geht nicht. Sie geht nicht hoch.
7, 8, es ist vorbei. Es ist endlich vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist endlich vorbei. Das waren jetzt ungefähr... Ich hatte ja einiges rumliegen. Wenn ich die Spinnenaugen nicht gekauft hätte für 400k, sondern für 1k das Stück, dann wären das jetzt grob 2 Won. Grob 2 Won wären das gewesen. Und dabei habe ich quasi extrem wenig Segis gebraucht. Imagine jetzt komplett mit Segis appen. Dann seid ihr hier bei 3 Won. Wir schauen nach Catacomb Equipment. Und ich mache jetzt etwas, das habe ich auf den anderen Charts nicht gemacht. Ich kaufe mir ein 5kk 20 untote 60er Helm. Den muss ich jetzt irgendwie auf so Richtung plus 7 oder so bekommen. Ich habe aber noch ein paar Drachensegis, die werden da drauf landen. Auf jeden Fall 20 Untote, extrem geil. Dann geht's jetzt in die ganz wilden Investments. 1,5 KTP Crab Kette. Tatsächlich gibt es eine interessante Kette für 1 Won, wo ich jetzt aber einfach noch nicht weiß, ob ich sie brauche und ob der Preis okay ist. Es gäbe nämlich hier drüben eine Holzhalskette plus 7 mit 1 KTP 10 MPA. Die würde ich nehmen, wenn ich merke, ich brauche noch mehr MPA. Dann würde ich die Kette hier kaufen, beziehungsweise gucken, ob es noch eine effizientere, günstigere Kette gibt. Aber das ist die einzige 10 MPA Kette, die es überhaupt gibt. Also die würde es dann tatsächlich werden in dem Fall. Nächstes unglaublich wichtiges Investment, Quilin-Schuhe plus 4. An denen führt kein Weg dran vorbei, es gab keine Bonierten. Ich habe nachgeschaut, auch nicht für einen Won, also es gab einfach nichts. Das heißt, da werden dann auch meine B-Adder und B-Switcher drauf landen, schätze ich mal. Wir kaufen jetzt mal ein paar Segis, in Hoffnung, dass das hier plus das, was ich rumliegen habe, reicht, um die drei Items so Richtung plus 6 plus 7 zu kriegen. Gut, dann machen wir jetzt erstmal die Quilin-Schuhe fertig. Die sollten entspannt auf plus 6 gehen, also sollte kein Thema sein. Easy auf plus 5 und dann easy auf plus 6 und dann Thema erledigt. Dankeschön, die Quilin sind fertig, die können wir dann später noch bonieren. Und jetzt kommt das Ass-Item. Also vor diesem Helm wurde ich gewarnt, den zu uppen soll kompletter Pain sein. Ich will ihn auf plus 7. Und ich habe Drachensegis. Er ist schon plus 6. Er könnte jetzt im einen Rutsch auf 7 gehen. Ganz auf entspannt. Drachensegi versus gehörnter Helm. Das kann nicht so schwer sein. Tu es einfach. Fuck, schade. Das wird irgendwann klappen, right? Also 11 Drachensegis werden schon reichen für einen erfolgreichen plus 7 Try. Aber die war es noch nicht. Also, wenn das Ding einfach auf 7 geht, wäre schon geil, weil Segis sind einfach unbezahlbar teuer. Nein, nein. Ja, ich werde es jetzt auf 6 uppen, auch mit Drachensegis tatsächlich. Und wenn es dann, wenn die Drachensegis leer sind, lasse ich es plus 6. Ganz ehrlich. Zu teuer. Einfach zu teuer, die Scheiße. Daher Drachensegi auf plus 6. Fail. Perfekt. Ich habe jetzt schon keine Segis mehr. Ich habe gerade 50 Segis verbrannt. 50 Segis sind aktuell 75kk. Ich habe gerade 75kk verbrannt in diesen Helm. Er ist jetzt plus 6. Ich muss es mir genau überlegen, ob ich ihn ab will oder ich ziehe einfach drauf. YOLO Swag. Und er ist plus 7. Bingo, Alter. Bingo. Also, es wäre sehr wichtig, dass von diesen 5 Addon 4 reingehen und ich dann eine Segenskugel mir noch kurz ziehen kann. Das wäre wirklich wichtig, denn ich hab nicht mehr Adder. Also, ja, 3, 4, ja, let's fucking go. Gut, uns wurden die Schuhe besegenskugelt für 10kk. Pfand war ein Schild. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Und jetzt können wir hier sofort unsere B-Switcher drauf wandern lassen. Und wenn bei 5 B-Switchern nichts kommt, dann verliere ich eh den Glauben an die Menschheit. Aber wird schon gönnen, right? 5 Crit, 5 Ohnmacht würde eigentlich schon reichen.
letzte Item, was wir uppen müssen. Ein extrem entspanntes Item. Das Sub muss auf plus 9. Die Up-Items kosten gar nichts. B-Segis habe ich unendlich viele. Damit sollte es chill sein. Nächster Account. Danke für den Prime. Wieder meine Aufnahme gesprengt. Also, gerade seid ihr schon on point, muss ich sagen. Und jetzt machen wir mit dem Prime Sub das Ding einfach auf 9. Bam, bam und bam. Oder auch nicht. Okay. Und nächster Try auf 9. Fuck. Das Armband hat keinen Bock. Nächster Try auf 9. Bam. Dieses Armband möchte nicht. Immerhin haben wir hier 10 B-Segis, die wir hier rein failen können. Weil heute haben meine Items allesamt keinen Bock. 8. 8. 9. 9. Und damit kann's losgehen. Wir gehen in den Damage-Test. Schafft mein Char es hier zu stehen? Das Problem ist, kein Schulterband. Das ist schon mal huge downgrade. Und Klinge M1, aber das wird sich auch nicht ändern. Und ganz, ganz, ganz wichtig, mir fehlt Kraft der Dunkelheit. Mal hier den Spawn anschauen. Jetzt spawnen gerade Mobs in meinem Face. Tot. Einfach tot. Also, ja. Es reicht so nicht. Das heißt, ich schaue jetzt mal auf den Bazar, ob ich noch ein Upgrade finde, das heftig wäre. Aber eigentlich sind die nächsten Upgrades eine 10-Grid-Kette und 10 bis 20 untote Ohrringe. Das wären die nächsten Upgrades. Schild ist fertig, Helm ist fertig, Rüssli ist obviously fertig. Die Quilin-Schuhe könnte man auf TP drehen, wäre jetzt aber kein riesen Game-Changer. Ja, ich sehe jetzt hier tatsächlich gerade nicht die Möglichkeit, wie ich hier stehe. Ich habe jetzt was gefunden. Es gefällt mir nicht. Der Preis gefällt mir auch nicht. Aber ich kauf's. Ist das einzige Item mit 20 Untoten, was der Markt aktuell irgendwie bezahlbar zu bieten hat. 70k beim aktuellen Kurs ist echt overpriced. Gefällt mir nicht. Und es sind auch nur Ebis, keine Int-Ohrringe. Alles, was ich gerade getan habe, hasse ich. Aber ich hoffe, der Kauf war fein. Dann wird es Zeit für das letzte Upgrade. Und zwar die Quilin-Schuhe nochmal zu drehen. Ich glaube, TP würde deutlich besser funktionieren. Daher switchen wir das jetzt mal weg. 5 Crit 10 Pfeil. Einfach 1k TP. Danke. Das sind die 1k TP. Die nehmen wir. Natürlich wäre 1,5 besser, aber jetzt mit 2 B-Switchern da 1,5 reinzudrehen, wäre ein ziemlich harter Gamble und den nehmen wir nicht. Damit ab zum hoffentlich wirklich erstmal letzten Item, die Ebis. Also mein Char steht zwar in Katakomb, aber die heftigen Spots, das struggelt er noch. Und auf Onyx sind alle Spots frei, deswegen müssen die Ebis auf 9. Ja, also man könnte auch argumentieren, es ist useless, die jetzt auf 9 zu machen. Aber gut, wir machen sie auf 9. Ganz auf entspannt. Pam, plus 8. Und dann erster Try auf plus 9 mit einer richtigen Segi. Überhaupt kein Problem. Schade. Dann wieder plus 8. Wild. Und plus 9. Digga, es war free. Ey, gestern alles weggefailt. Einen Tag später geht das Ding einfach auf 9. Aber ganz auf entspannt. Und ich dachte, ich sitze jetzt hier eine Stunde und ab die Ebis. Ich weiß nicht, wie schlau das ist. 10 Crit, 50k. Eingepackt. Also eigentlich wollte ich jetzt eine 2k TP-Kette kaufen. Aber sorry, da kann ich nicht verzichten. Gut, also stärker als jetzt wird der Char während des Events nicht mehr. Irgendwann werde ich mit der Jungheldenwaffe downgraden auf den Gifty, dann wird er quasi schwächer. Aber jetzt gehen wir einmal über das komplette Equipment. Da haben wir den plus 7er Helm mit 20 Untote. Extrem geiler Helm. Dann haben wir die Rüssi mit 10 MPA 50 AW. 10 MPA reichen insgesamt, damit der Char steht. Das heißt, wenn ihr einen Vasu stellen wollt
und ihr nicht gerade eine Rüssi mit 50 AW und 10 MPA habt, würde ich sagen, holt euch eine Rüssi mit mehr Grunddev, also eine 70er plus 9, und holt euch die 10 MPA in der Kette oder im Helm. Gut, dann haben wir das Schild mit 6 Int 20 Untote. Ist quasi die Alternative zu AGO. AGO wäre auch gut, aber ich denke, mit 20 Untote fährt man auch sehr gut. Oder eben 10 Blocken wäre auch sehr gut. Dann haben wir 20 Untote Abys plus 9. Reingelackt, let's go. Dann haben wir die 10 Crit Kette. 10 Crits sind 10% Damage. Jeder, der mir was anderes sagen will, hat keine Ahnung. Zumindest, wenn ihr, so wie ich, fast keinen Crit habt. Dann haben wir mein Armband, das Sub plus 9 mit 10 dB, 20 Doppeljob. Und wir haben die Quillenschuhe plus 6 mit 1 KTP. Das ist das gesamte Equipment. Dazu hat der Char aktuell einen Kraftstein drin. Wird auch das gesamte Event lang einen Kraftstein drin haben. Und sobald dann die Spendengelder soweit ist, werde ich quasi entweder ein Gifty auf plus 3 Dunkelheit machen. Oder ich mache plus 1 Dunkelheit ins Band. Das ist noch nicht entschieden. Das ist das gesamte Equipment. Damit steht der Char ziemlich gut. Also wenn ich Pots auf 80 stelle, steht der schon sehr gut. Dann ist Sterben schon sehr schwierig. Wenn die Pots auf 50 sind und du einen Unlucky Spawn kriegst, liegst du tot am Boden. Und auf Onyx ist es halt so, dass hier kein anderer ist. Normalerweise, wenn du jetzt auf Ruby zum Beispiel stehst, dann sind hier 100 Leute und wenn du stirbst, dann sind trotzdem alle Mobs tot und dein Char steht wieder auf. Aber wenn du auf Onyx stirbst, dann wirst du dekadet von den Mobs, wenn es dumm geht. Zumindest als Waffensucher, weil der Waffensucher immer, wenn er aufsteht, erstmal alle drei Skills anmacht. Und wenn dann 10 Mobs um dich rum sind, bist du dekadet von den Mobs. Genau, das war's zu dem Vasu. Und ich hoffe, dem einen oder anderen konnte das vielleicht Info geben. Also ich würde ganz klar sagen, macht euch keinen Waffensucher. Wenn ihr einen Katakomb-Char stellen wollt, tut euch selbst den Gefallen und stellt einfach einen Ninja. Also der Ninja kann von den Mobs auch nicht dekadet werden, weil sobald er aufsteht, haut er sie einfach klein. Er macht mehr Damage, weil Dolche broken sind. Und ja, natürlich, der steht jetzt auf einem Müllspot, ist nicht wirklich vergleichbar, weil er eben auf Ruby steht und auf Ruby leider alles voll ist. Aber Ninja viel, 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 viel besser als Waffensucher. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Und damit endet auch das letzte Onyx-Video. Das Onyx-Projekt ist für mich abgeschlossen, da ich meine WON-Quellen und der Server ist nur da, um WON zu generieren, beziehungsweise DR, je nachdem, was ich dann mit dem WON anstellen möchte. Und dafür ist jetzt alles ready. Ihr seht hier gerade mein Glas-Jar, der kein Glas hat, perfekt, mit 9 WON. Diese 9 WON kann ich jetzt auf meine 70 Jars verteilen und quasi mit der Spendengilde anfangen. Und hier seht ihr meinen Vasu. Das Equipment habt ihr ja gerade eben schon gesehen. Der steht jetzt hier einwandfrei. Normalerweise stelle ich einfach noch SDL in die Autojagd mit rein auf 20 und dann stirbt der Char auch eigentlich nicht. Und durch die Mundis, die ich geklickt hatte, was ziemlich dumm war, steht der Char jetzt quasi relativ entspannt. Alles Wunderbier. Natürlich, ich werde noch einen Gift-Team mir holen. Einen Tag hat die Junghelden noch. Alles gut soweit, dann wird der Damage ein bisschen weniger, der Char sollte trotzdem noch stehen, hoffe ich zumindest ganz stark. Dazu wird es aber keinen Clip mehr geben. Dann wird er auch erstmal kein Band bekommen, sondern erst vor dem nächsten Event, was dann das Winter-Okay-Event wird, wird dieser Char erst fertig equipped, also Richtung Gifty plus 8, denke ich mal. Vielleicht habe ich auch das, was ich habe, auf plus 8, das wäre eine sehr gute Alternative. Und dann entweder Gifty Dunkelheit plus 1, Dunkelheit plus 3, dann noch ein Band, vielleicht auch Dunkelheit im Band, je nachdem, was eben der Markt hergibt, was ich machen möchte. Aber das wird dann alles noch passieren. Vielleicht gibt es dazu ein paar Clips, aber nicht als Onyx-Video, sondern dann vielleicht noch in meinen Emerald-Videos. Ich hoffe, die Onyx-Reihe hat euch gesehen und ihr versteht ein bisschen, warum ich hier eben nicht den Server weiter bespiele, sondern einfach nur als Farmquelle nutze. Und damit vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr die Serie mitverfolgt habt. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Wobei ich nicht weiß, zu welcher Uhrzeit ihr schaut. Also wünsche ich euch einen schönen, was auch immer wir haben. Haut rein. Ade, vache. Ciao, ciao.